In Deutschland darf nur wählen, wer einen deutschen Pass besitzt. Ja, ist auch in Ordnung so. Ist natürlich deswegen okay, weil das so im Grundgesetz definiert ist. Nein, ich habe nämlich türkischen Pass. Ich gehe nicht wählen. Ich habe nicht das Recht dazu. Weil wir die deutsche Regierung wählen und das sollten auch Deutsche tun und niemand anders. Nein, ich finde das nicht richtig. Wenn er Arbeit hat und Steuern zahlt und alles in Ordnung ist, und dann darf er normalerweise auch wählen. Wenigstens jemand hier Minimum 10 Jahre leben und dass dieser Mann kann wählen. Ich denke, so 20% in Deutschland haben keinen deutschen Pass und das ist halt eine große Zahl. Ich persönlich finde, dass wir trotzdem ein Teil von Deutschland sind. Und wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen. Und nur weil wir den Pass nicht haben, finde ich, sollten wir trotzdem das Recht haben zu wählen, was in dem Land, in dem wir leben, in dem wir bezahlen und das wir auch unterstützen. Dass wir auch ein Recht haben, dass wir dazu was beitragen können und auch wählen, wer dieses Land überhaupt regiert. Ich bezahle für das, was hier umgesetzt wird mit meinen Steuern. Aber ich darf nicht mitbestimmen, was damit geschieht. Auch wenn ich hier lebe, Steuer bezahle, das ist ja alles recht und schön. Aber ich muss mich auch zu diesem Staat bekennen. Das ist dann für mich auch Integration. Man kann sich einen deutschen Pass beantragen. Wenn man wirklich wählen möchte, soll man das machen. Und dann fühlt man sich auch nicht mehr ausgeschlossen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es selber ausgesucht. Ich habe die Möglichkeit, einen deutschen Pass zu beantragen, aber das möchte ich nicht machen. Ein deutscher Pass, da sind Sie selber schuld, da haben Sie sich nicht bemüht. Ich dachte, irgendwann gehe ich für immer zurück. Bin doch nicht gegangen und die Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Und deswegen, ich bin Türke, bin auch ein Türke geblieben. Der Pass ist ja da eigentlich nur ein Dokument irgendwie, wo man dann noch in den Händen hält. Aber wenn jemand 10 Jahre lebt, dann ist es ja Heimat irgendwie. Dann sollte er auch dran teilhaben. Es gibt in Mannheim einen Migrationsrat. Haben Sie davon schon mal gehört? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Ja, ich dachte, dass er als Verbindung ist zwischen ausländischen Mitbürgern und deutschen Mitbürgern. Ich weiß, dass es den gibt, den Migrationsrat, finde ich auch gut. Ja, und da ist ja auch zum Beispiel dann eine Möglichkeit, hier sich entsprechend zu äußern und seine Vorschläge zu machen. Ich finde es gut, weil das ist mindestens eine Stimme, also von den ausländischen Mitbürgern, die hier in der Stadt leben. Also ich finde es gut, dass wir das machen dürfen, ja.